Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute bin ich in einer für euch vielleicht ungewohnten oder unbekannten Umgebung. Ich habe nämlich vor längerer Zeit auf Instagram, Diamante Anteil Mr. Clean, mal angefragt, ob irgendwer da draußen uns seine dreckige Couch ausborgen kann sozusagen. Und ja, heute sind wir bei der Abonnentin, die sich gemeldet hat, die nämlich ein Problem hat mit ihrer Couch, also einen Fleck hat, den sie nicht mehr selber wegbekommt. Und deswegen sind wir heute mit dem Hühner. Der Papa ist auch da. Wir werden gleich zusammen die Couch reinigen und euch mitnehmen und zeigen, wie einfach ihr Flecken von der Couch, die man ja normal nicht mehr so einfach wegbekommt, wie einfach es mit dem Hühner geht. Und das zeigen wir euch heute. Um diese Couch handelt es sich, wie man erkennen kann. Gibt es da nämlich schon hier an der Seitenlehne ein paar braune Flecken, auch an der Rückenlehne kann man, glaube ich, sehr gut erkennen. Und dann gibt es hier auch einen großen Fleck, der ja die Leute stört. Und deswegen sind wir jetzt da und werden den Fleck wegmachen. Bevor wir jetzt aber mit der Fleckenentfernung beginnen, werden wir die Couch vorher absaugen. Und da haben wir die Elektrobürste uns vorbereitet und werden die Couch mal tiefen reinigen. Das ist natürlich sehr wichtig, bevor man den Sofa nass macht, mal den Dreck rauszuholen und dann die Flecken zu entfernen. Genau. Und in einer Couch, kann man sich vorstellen, lebt genauso wie in einer Matratze viel Milben, Dreck und Hautschüppchen von Menschen und so weiter. Genau. Und deswegen sollte man das vorher mal raussaugen und dann geht's los. Also. Im Hühner kommt frisches Wasser rein in den Behälter. Das ist nämlich auch der Filter von Hühner. Motorkopf aufsetzen und kann man loslegen. Kleine Elektrobürste, die ist geeignet für Armlehne und Kopfstütze, denn die große Elektrobürste ist ziemlich anstrengend und die kleine ist perfekt, ist der kleine Bruder eigentlich von den großen. Mega krass. Man glaubt gar nicht, was sich in so einer Couch alles... Pass auf, ich mache jetzt den Motorkopf auch, halt euch fest. Also sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Achtung. Wow. Das ist einfach Milbendreck. Schau mal, wie dick ich. Das ist Wahnsinn. Zwei Finger. Wahnsinn, ja. Unglaublich. Wirklich krass. So, weiter geht's jetzt mit Flecken entfernen. Ich habe mir in den Wasserbehälter frisches Wasser reingegeben. Dazu brauchen wir für die Flecken zu entfernen natürlich den Nimbus. Da haben wir den Wassertank. In den Wassertank habe ich schon Wasser mit Waschmittel reingegeben. Das hängen wir hinten ran. Es geht ganz einfach, also nur kurz senkrecht und dann aufhängen. Den Schlauch, warte, ich hole es raus und dann stecke ich nochmal rein, um euch zu zeigen, wie das geht. Also den Schlauch kommt dann wieder in den Wassertank rein und durch das holt er sich dann Waschmittel mit Wasser, also Flüssigkeit, und sprüht durch diese Sprühdüse auf den Sofa und somit reinigen wir halt die Flecken. Dazu brauchen wir noch den passenden Aufsatz. Zack und fertig.
Zweite Runde ist auch schon vorbei. Man kann sehen, wie auch nach der zweiten Runde das Wasser einfach unverändert von der Farbe her bleibt. Also tatsächlich immer noch grau. Und wieder Kübel ausschütten und frisches Wasser hinein. Und dann geht es dann mit dem letzten Teil des Sofas. Und wie ihr seht, kann man schon tatsächlich jetzt schon im feuchten Zustand einen richtig krassen Unterschied sehen. Und fertig ist die Couch. Schaut euch mal dieses Nachergebnis an. Alle Flecken sind rausgegangen. Die großen, die hier waren, aber auch die kleinen Kaffeeflecken, die hier so unten waren. Auch der vergilbte, also die vergilbte Rückenlehne. Richtig, richtig toll. Bei so einer großen Couch, die sicher auch viel Geld kostet, hat man einfach wieder Freude daran. Man muss sie nicht entsorgen. Man muss nicht irgendwelche Decken drüber legen, weil das machen viele, nachdem da so ein Fleck drauf ist. Und somit hat man wieder seine schöne Couch zur Verfügung. Ich finde das richtig, richtig toll und liebe den Hühler. Deswegen, wenn ihr den Hühler habt und eine teure Couch eventuell verdreckt habt mit Flecken, Kaffee, Essen, man kennt das doch, vor allem mit Kindern. Ja, oder mit Tieren natürlich auch. Genau, vor allem mit Tieren. Dann müsst ihr, wenn ihr den Hühler habt, die Couch nicht mehr wegschmeißen. Es ist egal, ob sie günstig war oder teuer war, es ist eure Couch und es, ihr habt dafür Geld ausgegeben. Genau. Das finde ich so toll einfach am Hühler, weil früher ja, ist einfach dieser Gedanke gewesen, boah, die ist so hässlich, die muss ich jetzt wegschmeißen oder entsorgen. Oder mal so Decken drüber gelegt, auch von Anfang an, aber da hat natürlich den schönen Sofa nicht mehr gesehen. Genau. Die Decken. Und das schaut auch ein bisschen blöd aus und immer unordentlich. Genau. Deswegen, mit dem Hühler kriegt man alle Flecken raus, macht euch keine Sorgen. Falls ihr Interesse habt, dann meldet euch gerne. In der Infobox ist unsere E-Mail-Adresse und auch alles, was ihr wissen möchtet. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne fragen. Wir stehen jederzeit zur Verfügung. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es war informativ und es hat euch Spaß gemacht. Und motiviert natürlich, den Sofa zu reinigen. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.